Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ja, wie ihr seht, sind wir weiter im Titelbildschirm. Ich knüpfe gleich an die 13. Folge an, mache 3 Folgen an einem Abend. Die eine ist jetzt oben, die andere wird morgen kommen, also Folge 12 ist oben, Folge 13 kommt morgen und Folge 14 dann am Donnerstag, da ich jetzt Freitag wieder zu Hause bin und mich dort dann um Folge 15 kümmern kann. Ja, wir wollten jetzt anfangen, die Quest die Athena Kriegskasse zu machen. Stufe 8. Ja. Stehen Startschatz der Athena. Und ja. Dann würden wir hoffentlich wieder gut EP-Punkte sammeln. Wir reden mal mit der Tante, die hat ja auch noch eine Quest für uns, die wir danach dann angehen können. Well, aren't you something nice to look at? I'm Odessa. As in Odysseus. Alexios. Although I'd enjoy the sight of you a lot more if I wasn't tired of taking care of my sick father. Ach komm. Junge Frau, Single Care, die legen wir noch flach. I've seen a lot of people, but you're one of the most beautiful I've ever met. Is that so? You're a welcome distraction from my problems. I've been told I'm great at being a distraction. I'm sure you have a bed inside we could use. You get straight to the point, don't you? I'll show you how to the point I can get. I'm sure you will. So how about it? You know, I'd love to, but I have a couple of things I need to pick up for my father first. If you helped me, then we could maybe continue our conversation. Don't worry, I'm here to help. What do you need? A few herbs from the Valley of King Lelech nearby. Also need a mixture from the market to combine with the herbs. There's a merchant there holding on to it for me. Is your father really so sick you can't get them yourself? I'm his only child. I'd rather be close by in case he gets worse. Do you know what's wrong with him? No, only that he's not getting better. The mixture and herbs I need may help with the pain at least. Stay by your father. I'll be back with the herbs and the mixture. So, dann haben wir uns auch schon mal eine Bettgeschichte klar gemacht. Ich würde sagen, bei Alexios läuft. Aber zuerst müssen wir noch ein wenig kämpfen. Na denn, mein edles Ross. Ab geht der Peter. Come on. Ella. Ja, geschwächt ist sie soweit, dass da keine Balken mehr sind. Also ich weiß nicht, ob jetzt die Staatskasse jetzt unbedingt noch so wichtig ist. Ach egal, wir machen es einfach. Ella.
Alter, das ist weit weg. Hier irgendwo ist auch noch eine Quest. Die könnten wir vorsichtshalber auch noch einsacken. Je mehr EP-Punkte, desto besser natürlich. Weggepöbelt. Don't come back until you have the tablet. Yes, Polymarch. Lost something? Not lost. Stolen. Stentor sent me. Said you've been having trouble with spies. I take an Athenian spy over a Spartan traitor. Either way, he must be found. He took a tablet with vital intelligence. Where is your spy? Is he still in the camp? Wouldn't need you if I knew. I doubt he's still here. Can't have gone far, though. He was injured when he took out the guard. This doesn't sound like something a Spartan would do. He could be an imposter. We've had raids on our supplies recently. And Megaris has more mercenaries than a goat has ticks. And what man would turn their back on Sparta? I'll get him and your tablet. Did you see which direction he went? The men said he went towards the hill. Easier to avoid pursuit in that terrain. Anything you can tell me that might help? The area is hotly contested, but Sparta is winning. We're pushing the Athenians back. But due to the war, the forests and mountains have become a hive of bandits and mercenaries. I mean about where your spy might have gone. He's injured, and there's a spring up there in the forest. If it was me, I would have headed there. I'll be back soon with your tablet. The mountains and forests of Megaris are dangerous, and he surely didn't work alone. I'm more than capable of handling your spy. Here. Okay, die verschwundene Karte. Haben wir auch noch eine kleine Quest. Ja, die Staatskasse wird jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, dass 23 Minuten reichen werden. Weil das wird sicherlich keine kleine Festung sein. Wir werden wahrscheinlich jetzt wieder so ein... ja, ein bisschen Spaß haben wie... bei den Vorräten, die wir zerstört haben. Aber jetzt schicken wir erstmal Ikaros auf die Reise. That's the thief. Oh, den Dieb haben wir auch gleich gefunden. Soll ich erst die Tafel zurückholen? Da oben ist wieder ein Lagerfeuer. Ich wollte schon sagen, hier müssten aber welche auf den Mauern sein. Ich meine, wenn hier Startschatz ist, dann sollte er extrem gut bewacht sein. Da sind noch Vorräte zum Zerstören. Könnte man nebenbei auch noch gleich machen. Je mehr kaputt geht, desto besser. Hier ist noch ein normaler Schatz, noch mehr Vorräte zum Zerstören, zwei Wachen. Auch nochmal zwei Wachen.
Da ist auch noch was zum Zerstören. Da ist nochmal ein etwas härterer Gegner. Also, wir haben auch wieder gut was zu tun hier. Das ist die Frage. Wie gehen wir vor? Ich habe fest überlegt, ob wir vielleicht doch erst die Diebesmission machen und von dort aus dann in die Festung eindringen. So könnten wir versuchen, über den Berg in die Festung einzudringen. Weil die Tafel können wir noch später abgeben. Glaube ich. Wir können jetzt zuerst den Dieb fertig machen. In this war, but there are opportunities. Perhaps we could come to an arrangement. I'll take the tablet now. Like fuck you will. Then only one of us will be getting paid today. Victory! Wir sind Söldner. What's this? Wir klären uns auf unsere Art. So the tablet ein Verräterspeer. Irkanos, not the Athenians. Gut, dann könnten wir jetzt eigentlich ja die nächste Quest wieder so, ne? Jo. Get this tablet back to the commander. Und los geht's. This area will be well defended. Fort Hierania is formidable. This must be where the Athenians keep their war chest. I should use Ikaros to find what I need. So, Falle ist schon mal gelegt. Dann könnte man den zuerst auf dem Turm hier erledigen. Die Welt wird von vielen schlimmen Dingen. Was? Lesen wir uns gleich durch. Immer drücke ich X. Ich weiß gar nicht, warum ich immer X drücke. Erstmal die Leichen verstauen.
So, dass mich hier keiner... So. Tschüss. So. Ich brauch Kohle. Ich nehme alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Alles, was stehbar ist, alles, was wir brauchen. Okay, es lief doch noch ganz gut, dass wir die beiden getötet haben. Hat zum Glück auch keiner mitbekommen. So können wir versuchen, den Rest noch so zu erledigen. Weil die anderen viel zu sehr beschäftigt sind, auf ihren Posten aufzupassen. Und nicht mitbekommen, dass die Kameraden sterben. Kämpfen. Kämpfen, sterben. All sowas natürlich. Gut. Kann ich den so nicht erledigen? Doch, kann ich. Gut. So, weiter geht's. Zwölf Minuten haben wir noch. Sollte eigentlich reichen. Da unten steht ein etwas schwierigerer. Der Gegner, der unten steht, ist etwas schwerer. Den sollten wir uns zum Schluss aufheben. Aber da hinten bewegt sich einer. Sehr verlässlich zum Sterben auf uns zu. I should get the treasure and leave quietly. Thank you.
Na komm rein. Startschatz geplündert. Gut, die Quest haben wir abgeschlossen. Vielleicht sollte ich auch am besten jetzt verschwinden. Irgendwie will ich den Ort gerne auch abschließen. Bei Venge und Dungeon richtig, ne? Ich meine, es sind ja nicht mehr viele, so. Bis jetzt sind wir auch gut durchgekommen. Und sollte es zu heavy werden, kann ich ja immer noch gehen. Aufgeschlitzt. Sind doch eigentlich nur noch zwei Wachen. So. So, dann fehlt noch der eine Schatz. Die beiden Endbosse und Kriegsvorräte noch. Illyrischer Helm. Oh.
den konnte ich gut auf was abziehen durch das Eliminieren. Den Schleichangriff meine ich. Deswegen war der recht leicht. Und versteckt es auch gleich. Der ist schon eine etwas dickere Keule. Hoho. Wie provokant ich aber auch immer bin. Wir liegen gut in der Zeit. So was muss ich verkacken. Oh, der Glück gehabt. Ich würde ihm gerade einen Spartanertritt ins Gesicht geben. Bang! Finde ich gut. Macht bestimmt mehr Spaß, wenn du so oben auf einer Mauer stehst. Probiere ich beim nächsten Mal aus und stehe in Spartanertritt runter. Das ist auch eine heftige Waffe hier. Zwei Doppelkeulen. Bam! In dein Gesicht. Und tschüss. Oh, Mensch, die Festung lief besser als die anderen Festungen. Ach, ich kann die ja liegen lassen, wa? Jo. Gut, so, dann machen wir noch den Rest hier fertig. Und schließen den auch komplett ab. Wow. Ich wollte schon sagen. Sehr schön. Ort abgeschlossen. Besser geht's nicht. Gut, dann können wir jetzt noch, so viel Zeit muss sein, noch schnell die andere Quest erledigen. Und zwar die verschwundene Karte. Belagerter Banditen, griechische Welt. Ab Level 9 haben wir gleich noch eine Quest bekommen. Auf wo Recht und Ordnung herrschen, sind gesetzlose Banditen oft nicht weit. Für einen langfristigen Frieden müssen alle beseitigt werden, die der zivilisierten Welt den Rücken gekehrt haben. Schließe alle Banditen Lagerziele ab. 2 von 10. Ja, Level 9.
Müssen wir sowieso erstmal die Quest hier fertig machen, um aufzusteigen. Indem wir jetzt die Tafel einfach zurückbringen. Und somit sind wir fein raus. Sehr schön. Kriegsschatz haben wir. Tafel haben wir. Papaditen machen wir dann noch fertig. Ist das mein Pferd? Ich weiß nicht. Ist mir aber auch scheißegal. Mit Vollspeed über die Landstraße ab ins spartanische Dorf. Ich bringe euch frohe Kunde. Ich meine Rotz am Munde. So. Mensch, da haben wir in der Folge eigentlich gut viel geschafft. Coward who did this? I found him and he paid in blood for his deeds. As long as he paid. Did you get the tablet? Neue Gravur freigeschaltet. Plus 5% Kopfschussschaden. Ja, eigentlich sollten wir unsere Waffen auch mal gravieren, wa? Level 9. Bäm, neue Gravur freigeschaltet. Schaden und Gesundheit verbessert. Sehr schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Waffenbeherrschung. Halte deine Waffen sauber und scharf. Erhöhe den Kriegerschaden um 20%. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Zerbrich kleine Schilde und richte 150% Kriegerschaden an. Rasches Attentat. Wirf Leonas Speer auf einen entfernten Gegner, um 100% Attentatschaden anzurichten. Kann einmal verkettet werden. Giftmischer. Verschwinden, ein greller Blitz. Oh, achso, okay. Giftmischer, du kennst dich ja best mit Giften aus. Die Effektivität von Gift erhöht sich um 25%. Nahkampfwaffen und Standardpfeile richten für 15 Sekunden Giftschaden an, wenn die Giftanzeige deiner Gegner voll ist, werden sie vergiftet. Die Vergiftung verursacht Schaden über Zeit und schwächt Rüstung und Schaden. Das müssen wir uns gönnen. Machen wir auf B. Bam. Ja, nee, ist auch eine gute Fähigkeit, die kann man gut nutzen. Für solche großen Kaliber. So, ein paar neue Sachen haben wir auch gewonnen. Ja, 19 ist sogar gut. Sehr gut sogar. Das ist in jeder Hinsicht besser, oder? 39? 45. Ja, es ist in jeder Hinsicht besser. Ich weiß nicht, was ich da neu haben soll. Ui. Habe ich ganz viel neu. Okay. Ich würde sagen, ist geklärt. 21, 25 und... 21. Dann lassen wir die noch in der Mitte und dann
haben wir das auch erledigt. So, was haben wir hier schon noch? Die Kacke aus. Hält aber gut was aus. Ne? Plus 4% Attentatsschaden. Söldnerbrustplatte. Ich finde den Helm schon total schwul. Ach, homosexuell. Entschuldigt. Verräterspeer. Er hat genauso viel. Geben alle 4% Attentatschaden. Okay, Bögen haben wir jetzt auch ein paar mehr. Der kann weg. Der kann auch weg. Der auch. Entschuldigt. So, der kann auch weg. Was haben wir? 98, 98, 98. Ja. Kriegerschaden, Jägerschaden, Kriegerschaden. Die Welt wird von vielen schlimmen Dingen geplagt, doch die Gesetzlosen sind die größten Bedrohungen für unsere Gesellschaft. Sie nehmen sich einfach, was sie wollen und töten mit einer schreienden Missachtung von Ehre oder Pflicht. Sie sind gottlose Menschen, die nichts anbeten außer sich selbst. Säubere unser Land von diesen Fäulen und du wirst Ruhm ernten. Ah, deswegen haben wir die Quest bekommen. Das ist natürlich gut, werden wir auch den nächsten Angriff nehmen, das ist alles kein Problem. Da wir ja EP-Punkte brauchen. So, ich würde jetzt hier in dem spartanischen Dorf erstmal einen Cut machen für diese Folge. Ich muss sagen, die Folge lief perfekt. Sehr gut auf jeden Fall. Hat mir riesen Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Ich hoffe, euch hat die genauso gefallen. Ich hoffe, ihr seht es genauso, dass sie perfekt lief. Und wir haben wieder viele neue Quests, können somit schnell Level 10 erreichen, sodass wir dann für Freitag gewappnet sind. Und natürlich auch einen guten Kampf gegen Banditen und natürlich gegen den Anführer hinlegen können, sobald wir Level 10 erreicht haben. Sobald wir Level 10 erreicht haben, werden wir uns nochmal neu ausrüsten. Da gibt es so ein paar Ausrüstungsgegenstände, die wir ab Level 10 haben können. Die würde ich mir gerne angucken. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall ein mächtiger Söldner-Assassine. Später ab Level 25 dann auch in die Arena einsteigen, ein paar Gladiatorenkämpfe durchführen, dort noch ein bisschen Massenvernichtung Ruhm ernten und irgendwann der größte Söldner der Welt sein mit der größten und geilsten Crew. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und unterstützt mich gerne weiterhin mit einem Abo auf meinem Kanal. Aktiviert auch die Glocke neben dem Abo-Zeichen, so erfahrt ihr immer, wann eine Folge online ist und könnt sie euch unterwegs oder zu Hause auch gerne angucken. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge kümmern wir uns in die nächsten Quests. Wir helfen der Frau, ich würde mal gerne sehen, ob das hier mit dem Sex auch eingebaut wurde, ob sie da The Witcher nachgemacht haben. Und wir werden noch ein paar Banditen killen gehen. Was natürlich auch sehr viel Spaß macht, um endgültig Level 10 zu erreichen und den Anführer der Athena zu stürzen und somit Megaris zu den Spartanern wieder zurückzubringen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dahin.